steht klar zu gütig, die verhutzelte Alte. Ich muss euch sagen, und wären 20 Valier von Walter und ein Ritter, ihr solltet auf mir Rede stehen. Macht Rief und Antwort, was ihr gesagt, das hab ich. Und ich hat's mit Fleiße. Vor mich an des Königs Rat. Groß in die Mahlzeit, hab euch nicht selbst zum Waffen. Das ist der Rat von Falstaffs. Noch etwas anderes. Zum Teufel, Herr. Du Bardolf, teurer Doktor, wir tranken gestern Abend. Ja, leider, bald bin ich elend und krank. Du kommst ein Arzt mir nie gerufen, wirst mir den Darm zerreißen. Die besten Hirten, die ihren Wein verteilen. Deine Nase, du machtest mich betrunken mit dem da ja ihr beiden. Dann, als ich ganz voll innen war, leerten ihr meine Taschen. Nicht ich, wer denn? Wie voll gebietet, hast du den Herren hier ausgeleert, die Taschen? Ihr war's gewiss. Das seht nur, wie er sich schon zurechtrückt. Die freche Lügenschnauze. 2 Taler waren drinnen aus König Edwards Zeiten und 6 Schillingen Silber. Nicht davon vorhanden. Vordring zum Duell auf diese Waffe hier von Holze. Du Verleumder, du Bauer, sprich mit einem Edel. Esel. Nein, Edel. Esel, Rapp, Herr. Du Bratschung, Kobold. Du bist geschaffener Hexer. Herr, du, ich weiß nicht. Ja, warte. Halt, 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 Pistol. Gib mir die Säftal los. Lieber Rolf, wer entbierte die Tasche dieses Herrn? Wohl alle beide. Er trank sich und von dem Trinken schwanden ihm seine Sinne. Deshalb bringt er ein Märchen vor, wie es ihm träumten, als er berauscht unter den Tischen lag. Für dir, wenn ihr so schätzen, wie ich so was war, seid ihr geborgen, die Fakta sind beschritten. Gehen in Frieden. Wie was will ich in Zukunft wieder mich berauschen, als unter guten Leuten solchen. Darin besteht die wahre Kunst. Gehör ich stille mit Armut an, sind die Dilettanten. Eine Sämme. Ein Schilling, ein Penny. Super. Das ist alles. Super.
noch ein Pfund noch. Weil schon wie drei Verlangen, denn sie gewohnt.